Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand of Fate. Hilfe für den Händler. Der Ladenbesitzer geht sicher. Ich bin jetzt dankbar, dass er sicher, dass das Gold sein Ziel sicher erreicht. Bürger. I appreciate your ingenuity. I look forward to seeing how you approach this particular challenge. There's a token in it for you if you win. Verlasse die Höhle. Diesmal muss es aber mal endlich Erfolg sein. Mann. If only you had a meal. This is good. Rückgaberecht. There is no greater pleasure than to destroy those who have wronged you. Infinitely more satisfying than turning the other cheek. So careless with your resources. Gehe ich nochmal zurück? Händler. Alter, nur 70 Leben. Sail away and see what you will find. Ich habe eine gute Waffe. This thing I have created, I can hardly bear the sight of it now. I've worked my way through its many convolutions so many times, run through these conversations in my mind over and over again, wondered how it all ends. Will I ever know the truth? Du kannst den Mehrentaul Erfolg finden, dann wird durch das Lebensmittelwahl. Violence and destruction everywhere. Is this the way the world is now? I would feed you if I could. I cannot break the rules in your favor any more than in my own. Höhlenrettung.
eine Piranha kommt durch einen Hinterauskopf und der Rest sich angreift. Oh, da kommt das gleiche Bein raus. Du musst um dein Leben kämpfen. Ja, das so und so. Ich habe eh kein Essen mehr. Win this and claim my token. It's better than trudging along a muddy road, certainly. Ruf nach dem Priester. He knows you are here. He can smell you. Nothing speaks truth like blood. In einer langen vergessenen Wüstentempel draußen auf eine Sekte, die eine Beschwörung durchführt. Der Sektenführer steht bei einem Vorzeitaltar und verlangt ein Blutopfer von dir. Die Sekte gibt mich wie auf Kommando auf, greift mich an, der Geber sich hier zwei Monster kaufen, zwei Staub, Bube Pest. Ja, ich habe ja nur noch 45 Leben, deswegen habe ich kein Blut gegeben. Über den Altar und du siehst darauf eine prunkvolle Fenster. Die Truhe blitzt eine komplette Schluchzmesse, bei denen die Knöpfe der dekorative Schilbertrag nicht fertig gemacht werden müssen. Öffne die Truhe. Als das geschlossene Blick durchausspringt, verlegt plötzlich ein magisches Feuer um die Truhe heraus. Deine ungeschützten Hände, deine schwere Verletzung, der Geber zieht dir maximal 2 Gesundheitsverlust ab. Große Gesundheit. 5 Leben. Ziehe eine Artefaktkarte, das Teilchen in der Karte wird jetzt dir. Zerrende Scham. Alle Wawanke sind mit hochwirksamem Gift bestärkt, das sowohl Körper als auch Geist des Opfers verdirbt. As pleases you.
Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.